Was geht ab, Community? Hier ist Back bei unser Gaming mit einem weiteren Part von Minecraft. Ja, ich habe mir jetzt vom besten Mann mal sagen lassen, was man so bei den einzelnen Hühnern und so weiter machen muss. Und der hat mir das netterweise gesagt. Und ja, ich würde mal sagen, ich nehme jetzt einfach mal Weizen mit und Weizenkörner, weil damit kann man anscheinend, wie er gesagt hat, zum Beispiel Hühner in was hineinlocken. Und da würde ich mal sagen, erstmal sammeln hier mir die ganzen Materialien auf, die wir hier noch rumliegen haben. Ich habe übrigens einen Hustenbonbon hier gerade bei mir im Mund, falls sich irgendjemand wundert, weil ich brauche nämlich ein wenig Energie in meinem Mund zurück, nachdem ich können halt eigentlich hier alles abbauen. So, weil ich mir jetzt überlegt habe. Ich habe mir erstmal überlegt, ich brauche das erstmal ab. So. Ja, ich habe mir überlegt, ich brauche hier so ein kleines, ja, so einen kleinen Hühnerstall sozusagen, baue ich hier hin. Ich hoffe mal, das klappt, weil ich habe ja genug hier an Material. Von daher müsste das eigentlich klappen. Ich meine, klar, die hauen dann hier ab, aber das kann ich ja höher machen. Genauso wie hier. Dann würde ich das nämlich hier hinbauen. So. Dann baue ich hier nämlich nur noch ein wenig höher zu machen. Nämlich hier so. So. Und dann brauche ich das hier nur noch so zu haben. Und dann ist die ganze Sache eigentlich gegessen. Nochmal kurz im Wald. So. So sieht das doch schon sehr viel besser aus. Jetzt brauche ich hier einfach nur noch eine normale Tür. Ich weiß gar nicht, habe ich eine Tür mitgenommen? Muss ich mal gucken. Action of Sun. Tür scheine ich keine zu haben. Okay. So, und dann kann ich das hier hin platzieren. Zack. Und dann kann ich hier natürlich auch. So, genauso habe ich das mir vorgestellt. Dass ich das so machen könnte. So. Perfekt. Dann baue ich nur noch Hühner. Die müssten aber hier in der Nähe irgendwo sein. Und dann, ja, hier sind Schafe. Aber Hühner habe ich auch irgendwo in der Nähe sein. Wo sind die? Ja. So, da haben wir das doch. Ja, schade. Okay, geh mal rein und pennen. Hoffen wir, dass der Ton noch weiterhin drin ist, wenn ich gleich nach draußen schlafe. Gut, dann können wir nach hinten gehen nochmal und können noch ein bisschen gucken, ob wir noch was finden. Ob wir hier noch einen Pfeil kriegen. Schauen wir mal. Ja, hier ist ja 100% wieder ein Bogenschütze. Hallo, Bogenschütze. Bogenschütze, bitte. Bogenschütze, bitte. Hello. Danke. Perfekt. Danke. Ich habe sogar zwei Pfeile daraus bekommen. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Was wir hier noch zu finden können. Ja, den Tod zum Beispiel können wir hier finden. Ich werde weiterhin so handhabe wie jetzt. Dann können wir definitiv den Tod finden. Also. Himmel, ja Gott. So, mal gucken, was wir hier noch so haben. So, wollen wir mal schauen, was wir hier noch so haben. Also hier gehe ich ja wieder nach oben. Okay. Alles klar, dann gehen wir mal diese Wegrichtung. Klassenwald. Da kann man nichts machen. Hier ist noch Kohle. Da habe ich einen Zombie.
der garantiert hier in diese Richtung ist. Da können wir nicht weiter. Okay, gehen wir mal nach da. Das ging so, als wenn hier in der Nähe Wasser wäre. So, warte, wir bauen uns mal ein bisschen nach da. Mal gucken, was wir da finden. Ich weiß nicht. Anscheinend wird mal nicht wirklich was. Anscheinend haben wir hier noch mehr Gänge. Oh ja, hier haben wir noch. Boah! Da war ein Creeper. Deswegen ist es auch gerade eine schlaue Idee gewesen, gerade was zu bauen. So. Okay, du fucking Ding, komm her. Hast mich sowieso gesehen. Komm her. Komm her. So, komm. So. Fatality. Zerstört. Finished, bist du. Ich wurde ja gewarnt, dass hier durchaus Gegner sein könnten, die mir ein bisschen wehtun könnten. Sag ich mal so. Und ich glaube, das könnte auch hier der Fall sein. Definitiv. So. Eine Axt hätte ich noch. Das ist sehr gut. Okay. Das sind definitiv mehr als nur eine Spinne. Mehr als eine Spinne war da definitiv. Oh, da habe ich ja jetzt nicht erwartet, dass er kommt. Das habt ihr bestimmt jetzt gerade gesehen, diese Explosion, doch. Wow, okay. Das kann passieren. Das kann durchaus passieren. Ich habe mich erschrocken, ey. Auf einmal drehe ich mich um, auf einmal ist ein Creeper. Ich dachte so, ach, da... Himmel, oh Gott, nochmal. Gehen wir so ein bisschen um die Ecke. So. Denkt nichts Böses und dann kommt sowas. Auf jeden Fall werden wir demnächst mal ein bisschen tiefer gehen hier in das Ganze. Weil hier unten sieht man ja noch, haben wir auch noch ein bisschen was wir entdecken können. Hier unten haben wir definitiv noch was wir entdecken können. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass hier ein Bogenschütze uns verfolgt. Yo! Komm her. Oder bist du im Wasser? Bist im Wasser anscheinend. Okay. Bam. Du bist im Wasser da. Obwohl, gar nicht wahr. Warst du gar nicht. Du hast einfach nur nicht geschafft, daher hinzukommen. Du hast einfach nur nicht geschafft, daher zu kommen. Okay. Gehen wir wieder zurück, will ich mal sagen. So, ich glaube, es ist wieder hell. Ich glaube, es ist wieder hell. Ich glaube. Jupp, es ist wieder hell. Dann können wir jetzt endlich mal wieder nach oben gehen. So. Super. Ha, wunderbar. So, bauen wir das Ganze hier wieder ab. Ah, wie man sieht, ist hier ein Zombie draufgegangen. Okay, cool. Dann gehen wir nochmal nach oben. Ich
Schau nochmal nach, was wir da noch so haben, weil hier in der Höhle, da muss ich mich echt ausrüsten für. Da muss ich mich extremst ausrüsten für, um da wirklich eine Chance zu haben, da werde ich was reißen zu können, sag ich mal. So. So, danke. Schauen wir mal, ob da hinten mein Huhn ein Ei gelegt hat. Hast du ein Ei gelegt? Noch nicht? Hm. So, okay. Mal schauen, ob wir noch so haben. Ah, da hinten ist er auch noch, wie ich hier gerade sehe. Ich höre ja einen Zombie. Woher kommt der Sound vom Zombie? Woher kommt der Sound vom Zombie? Okay. Also was ich hier mal mache, ich leuchte hier mal ein bisschen aus. Dann können die hier nicht entstehen, glaube ich. Oder nicht so ganz so leicht, sagen wir mal so. Bin am Überlegen, ob ich mir vielleicht noch ein paar Hühner holen soll. Bin ich echt am Überlegen. Vielleicht entsteht ja dadurch ein bisschen mehr Huhn. Komm hier. Okay. Sollte ich mir definitiv mal überlegen. Schweine. Schweine, ja. Sollte ich mir auch irgendwie mal anlegen. So eine Schweinefarm, Hühnerfarm zu machen. Schweine- und Hühnerfarm dort zu machen. Wäre vielleicht keine schlechte Idee. Als die mal bis dahin zu locken, ne? Ich könnte natürlich auch gucken, ob hier in der Nähe irgendwie Schweine sind und die in mein altes Haus locken. Das wäre natürlich auch keine schlechte Idee. Achso, ja, wegen Hunde muss ich auch noch mal gucken. Ich wollte mir doch einen Hund halten. Wie man die Hunde haltet. Stimmt, das wollte ich ja auch noch machen. Okay. Da habe ich noch eine ganze Menge vor mir. Aber jetzt sind wir hier in meinem alten Haus angelangt. Piep, 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 piep. Was mache ich jetzt hier? Habe ich hier gerade ein Schwein? Da ist ein Schwein. Da ist ein Schwein. Hallo, dich brauche ich gerne. Dich wollte ich gerne mitnehmen. Hallo, hallo, hallo. Anscheinend reagiert das auf Weizen nicht. Hallo? Hier geht auf Weizen nicht. Okay, dann muss ich mal gucken. Dann könnte ich das nämlich hier hinten hineinpfeffern, das Schwein. Okay, Wie mache ich das jetzt hier? So, inzwischen habe ich was gefunden, wie man da unten in der Leiste sehen kann. Ja, ich sollte mal nach oben gehen und sollte mir mal ein bisschen was braten, damit ich wieder etwas zu essen habe. Joa. Ich hatte zwar ein bisschen Gemüse, das habe ich auch zwischendurch mal zu mir genommen, aber ja, das hat nicht wirklich viel was gebracht, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Und ja, deswegen habe ich mir einfach mal ein Schwein gepackt und nicht geschlachtet. Ich habe ja da hinten noch genügend rumstehen, die ich mir einfach so nehmen kann. Von daher passt das. Ja. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal hier hinein. Ich backe mir oder brate mir ein bisschen was und dann gucken wir mal. So, die können wir perfekt mitnehmen. So, perfekt. Dann habe ich wieder was zu essen, damit ich dann auch wieder heile, falls ich mich verletze. Gut. Ah, komm, geh raus. Oh Mann. Danke, dass ich entschieden hast, nach draußen zu gehen. So. Gut. Dann. Ich höre hier immer was. Das kann doch nicht sein, ey. Na gut. Kann anscheinend wohl. Ist anscheinend doch nichts. Ja, was wollte ich jetzt machen? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ja, ich war am Überlegen, jetzt hineinzugehen und das Ganze zu beenden hier. Kann man. Ich habe doch hier ein Buch. Okay.
Oh, okay. Hat er nochmal Nein gelegt? Anscheinend. Okay, gut. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, war jetzt okay, ein bisschen eine okay Runde, würde ich mal sagen. Aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann könnt ihr mir auf der rechten Seite ein Abo da lassen, Daumen nach oben, teilt es mit Freunden, Bekannten. Und beim nächsten Mal, das kann ich direkt schon ankündigen, werden wir uns um ein weiteres Stockwerk hiervon kümmern. Alles klar, dann würde ich sagen, bis dahin und tschüss.